die heftigsten Kämpfe ja nach wie vor im Osten der Ukraine. Wie sehen Sie da derzeit die Lage? Die ist relativ unverändert. Also man muss ganz einfach sagen, die Russen haben große Teile sozusagen des Donbass besetzt. Sie versuchen voranzukommen. Sie kommen schlechter voran, als das noch vor 3 oder 4 Wochen der Fall war. Wir wissen nicht ganz genau, ob es sich dabei um strategische Pausen handelt, die die Russen hier einlegen, oder ob sozusagen die Probleme dergestalt sind, dass die Waffensysteme, also wie die Mehrfachraketenwerfer, wie die Panzerhaubitze der Ukraine, der russischen Armee solche Probleme bereiten, dass sie ihren Vormarsch hier einstellen müssen. Aber im Donbass kommen die Russen voran, halten einen Großteil des Territoriums. Was jetzt passiert, ist bei dieser ukrainischen Gegenoffensive, die ja nicht eine ist, die an der gesamten Front stattfinden wird, sondern die sich eher auf bestimmte strategisch wichtige Punkte konzentrieren wird, sehen wir jetzt schon, dass die russische Armee gezwungen ist, Truppen aus dem Donbass in den Süden zu verlegen, damit die Truppen im Süden verstärkt werden. Damit muss man natürlich auch dann seine eigenen Verteidigungsstellungen im Donbass schwächen. Dies wiederum könnte, das werden wir erst in den nächsten Wochen sehen, der ukrainischen Armee die Möglichkeit geben, auch im Donbass sozusagen diese Gegenoffensive an einigen Stellen durchzuführen und Russen erobertes Territorium wieder zu entreißen. Sagt Professor Carlo Massala. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich danke Ihnen. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.